Das ist ja der Hammer. Mega. Mega geil. Ich will jetzt nicht sagen, dass das revolutionär ist, aber es ist natürlich eine absolut geile Sache für alle, die Aluminium schweißen, so wie wir jeden Tag oder hobbymäßig. Wir haben hier einen extrem geilen Vorteil. Wir haben nicht nur einen Vorteil, wir haben 2 bis 3 Vorteile. Auf die will ich jetzt eingehen. Ich will dir was Cooles zeigen und will dir die Vorteile zeigen für dich zu Hause, wie du mit wenig Geld, weil das Ding kostet nicht viel, richtig geile Qualität liefern kannst. Du kannst super gut vorbereiten. Sei einfach gespannt, bleib bei dem Video dran. Ich freue mich, dir das zeigen zu können, weil das absolut geil ist. Und wir werden hier eine fette Anwendung bei uns in der Werkstatt für finden. Das Ding macht uns vieles einfacher im Alltag. Freue ich mich extrem drauf. Also wenn dich das interessiert, bleib auf jeden Fall dran. Wenn du sehen willst, warum das Ding einen Vorteil bringt. Wenn du einen Kumpel hast, der Aluminium schweißt, teil dem das Video auf jeden Fall. Schick dem gleich mal schnell den Link per WhatsApp rüber, dass er sich das auch angucken kann. Weil das Video sollte auf jeden Fall größtmögliche Reichweite bekommen, weil da kann vielen Aluschweißern, nicht nur Aluschweißern, aber schon hauptsächlich, würde ich behaupten, auf jeden Fall große Vorteile bringen. Ja, Schweißfan, dann sei erstmal gegrüßt zu dem neuen Video mit dem neuen Tool. Oder nicht nur Schweißfan, vielleicht bist du auch ein Tool-Fan, so wie ich. Und ich freue mich immer wieder, dass es coole Sachen gibt, die ich dir zeigen kann, vorstellen kann. Und ich zeige ja immer gerne das, was wir selber in der Werkstatt auch nutzen. Und das ist wieder so ein geiles Tool, wo wir uns extrem weiterhelfen können. Ich zeige ja an Tool und Werkzeug immer so, was wir hier haben, was wir so benutzen. Hier drüber kommt auch noch zu unserer Vertikalsägen-Video, wo wir den Tisch hier komplett umgebaut haben, haben wir uns auch speziell was angefertigt. Oder zu unseren ganzen Schleifern oder die Welle, die übrigens auch, da müsste ich vielleicht jetzt mal bald einen Erfahrungsbericht rausbringen. Das Ding ist so geil, wir arbeiten jeden Tag mit dem Ding, wir haben eine riesen Arbeitserleichterung. Da fette Grüße an Eisenblätter, die da so cooles Werkzeug und ein cooles Tool rausgebracht haben. Mega nice. Ach, und fette Grüße auch an Tool Brothers, die sogar ein Reaction-Video von uns gemacht haben, werde ich mal einblenden. Vielen Dank dafür, die fanden das Tool nämlich auch geil. Und Jungs, wenn ihr darüber mehr sehen wollt, ich kann euch das Ding mal geben oder wir kommen mal rum und dann machen wir mal was Cooles. Aber zurück zu dem coolen Tool, was ich dir vorstellen will. Vielleicht kennt der ein oder andere das schon, aber weiß vielleicht noch die Verwendung nicht, die wir hier zum Schweißen, also welche Vorteile wir beim Schweißen dadurch haben. Und zwar ist das ein Knabber. Viele Dachdecker nutzen das zum Beispiel, wenn sie Lamellendächer machen, weil du hast den Nachteil, wenn du das mit einem Winkelschleifer machst. Mit Trennscheibe hast du immer das Problem, also von da oben, gell? Du kannst immer mit der Trennscheibe ein Blech runterreitest, wird natürlich immer die Schnittkante, wenn es Stahlblech ist, wieder rosten. Und dann hast du natürlich das Problem, wenn das rostet, dass das nachgearbeitet werden müsste. Und mit diesem Knabber wird die Kante so umgebürtelt. Das heißt, du hast den Vorteil, du hast zum Schluss keine Schnittkante, die rostet. Das ist natürlich ein Vorteil bei Stahl. Dann finde ich, es ist ein Riesenvorteil für jemanden, der keinen, also sagen wir mal, ein bisschen minimalistisch wie wir hier. Wir haben kaum Platz in der Werkstatt. Wir haben zwar eine Schlagschere, ja. Wir haben auch die Bandsäge, mit der man mittlerweile cool Sachen zuschneiden können. Aber das Ding hat halt auch den großen Vorteil, du kannst schöne Radien und Kurven machen, das heißt so individuell dein Blech zuschneiden, wie du es gerne möchtest. Man kann sich natürlich auch Anschläge bauen, dass man einen sehr, sehr geraden Schnitt kriegt. Und der Vorteil ist, du hast eine extrem saubere Schnittkante. Mit der Trennscheibe hast du das Problem, dass du deine Schnittkante verunreinigst. Das heißt, du hast den Abrieb von der Trennscheibe in der Schnittkante. Das heißt, das neigt dann zu Poren, zu Undichtigkeit, je nachdem, was du baust. Du müsstest das Ganze wieder mit einer Feile zum Beispiel nacharbeiten, dass es wieder schön sauber ist. Den Arbeitsgang könntest du dir aber sparen, nämlich mit diesem Teil. Was ich halt auch cool finde, egal ob Berufs- oder Hobby-Schweißer oder der eine Werkstatt hat, das Coole ist, es geht schnell, es ist sauber und es ist individuell anwendbar. Wir haben jetzt noch vor, bei uns das Teil hier irgendwo auch fest zu installieren. Wir haben gedacht, hier vorne irgendwie auf dem Tisch werden wir noch einen Halter dazu bauen. Das heißt, da kommt auf jeden Fall auch noch ein Video. Heute geht es erstmal darum, welche Vorteile hat das Ding. Und wir bauen uns dann noch einen schönen Halter, den wir natürlich dann schön in unsere Workstation einbringen können von Sherman Welding Tools, dass wir das Ding schnell einsetzen können, aber wir auch ihn individuell manuell benutzen können. Warum bin ich jetzt so hyped? Ich bin hyped, weil, ich muss nochmal genau schauen, aber das Ding liegt bei 180 €, was ich finde, ist ein absolut fairer Preis. Und ich habe schon unterschiedliche Bleche, Edelstahl, ich habe dickes Blech liegen. Der schneidet 4 mm
Also das ist eine ganz schöne Hausnummer. Jetzt gerade haben wir hier nur 1,5 mm geschnitten. Das ging schon gut. Ich will natürlich testen, wie dickes Material kann er schneiden. Weil, was ist bei uns natürlich hier im Alltag das meiste, was wir verwenden, sind 3 mm Aluminiumblech. Das ist das, was wir eigentlich tagtäglich dazu schneiden. Also ich weiß jetzt schon, der Kevin und ich sind absolut hyped und sagen, das ist auf jeden Fall ein Kumpel, der uns hier extrem viel Arbeit erspart, beziehungsweise die Sache auch leichter macht. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir den jetzt hier am Start haben. Stopp! Ich will dich jetzt nicht nerven, aber ich will dir mitteilen, dass immer in der Beschreibung unter dem Video ganz wichtige Hinweise sind, wie kostenlose PDFs oder Videos, die ich für dich erstellt habe. Schau dir die gerne an. Natürlich kennt ihr den Erik, der hat auch schon wieder einen 5% Rabattcode rausgehandelt. Findest du zum Schluss alles natürlich auch unten in der Beschreibung. Mit Link zum Produkt, mega Sache, kannst quasi auch noch ein bisschen was sparen. Aber sparen tust du nicht nur die 5%, sondern Lebenszeit, Arbeitszeit, Lustlevel bleibt oben und du kannst geile Qualität abliefern, weil du die Sachen schön zuschneiden kannst und musst nichts nacharbeiten an der Schnittstelle. Wir nehmen jetzt als nächstes Aluminium 3 mm Blech, dann haben wir noch ein 4er Riffelblech, das will ich natürlich auch testen und wir haben nochmal ein Edelstahlblech, wir haben auch noch Stahlblech hier am Start, also ich will jetzt gucken, was schafft das Teil und das gehen wir natürlich jetzt drauf ein. Heinz Kroth Johann, grüße dich und danke für deinen Kommentar in unserem letzten Video zur Chessic-Anlage. Schön, dass ihr immer so fleißig mit kommentiert. Ich freue mich auf deinen nächsten Kommentar und werde immer wieder in den Videos auf die Kommentare eingehen und freue mich, den nächsten wieder vorstellen zu dürfen. Natürlich wichtig, der spart natürlich ein bisschen was ab. Sieht man das hier? Da fliegen natürlich schon so ein bisschen Bröckchen, gell? Das heißt, Schutzbrille immer am Start. Entweder von Moldex, ich habe es ja schon mal vorgestellt, mit dem Gummilappen unten dran, mit der Gummilippe, oder von Böhler die komplette Gesichtsmaske. Die ist auf jeden Fall gut, dann schützt er dich davor. So, und jetzt sind wir bei 3 mm. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie die 3 mm runterreiten. Geht durch wie Butter. Also hier stoßen wir nicht viel auf Interesse von dem Teil. Das juckt's überhaupt nicht. Ja, okay, muss ich zugeben, wir sind bei Aluminium. Aber das ist einfach extrem nice. Schnittkante, klar, das ist ein Stempel, der quasi hoch und runter geht. Das heißt, das siehst du hier natürlich ein bisschen. Ich würde dann mal die zwei Bleche aneinander schweißen. Ich glaube nicht, dass der kleine Grat hier irgendwas stört. Ich denke, man könnte hier sofort loslegen und schweißen. Müssen wir natürlich jetzt fair sein. Die Riffel haben natürlich jetzt eine größere Höhe. Also das ist jetzt, glaube ich, 3,5 auf 4,5. Aber scheißegal, wir testen es jetzt einfach. Ja, okay. Schade. Au, doch. Ah. Also ich musste zwar jetzt noch ein zweites Mal ansetzen, aber ja gut, wir sind jetzt auch über den 4 mm. Gell? Wir sind jetzt bei, oder ist das sogar 3,5 auf 5? Das heißt, wir sind natürlich mit den Riffeln um einiges höher. Deswegen hat er jetzt hier abgestoppt, da wollte er nicht. Hier vorne ist ja kein Riffel. Das heißt, wir haben hier das dünnere. Aber selbst hier hinten, siehst du, ist er durchgegangen. Wir müssen es aber auch nicht übertreiben, aber ich wollte es natürlich wissen, weil das kommt bei uns auch immer mal vor, dass wir das verarbeiten. Würde ich jetzt mal 50% sagen, müsste man jetzt nochmal einen Testschnitt machen. Ja, also Leute, hier, das geht. Ich nehme die 50% zurück. Das funktioniert. Ich habe es leicht angehoben vorne. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen den Winkel zu steil gehalten, dass es gedrückt hat und habe den jetzt ein Stückchen angehoben. Ja, und da geht's durch wie Butter. Das ist doch der Ober... Also, bin absolut begeistert. Das Ding findet sowas von einem Platz bei uns im Alltag. Edelstahl. Edelstahl natürlich auch ein Werkstoff, der oft verwendet wird. Wir haben hier ein 2 mm Blech und wir gehen durch. Ja, aber sowas von entspannt, hier durchgegangen, Schnittkante super und guck mal, wie gerade ich das gemacht habe. Ich habe jetzt 4 oder 5 Schnitte gemacht und das klappt schon gut, weil du hast natürlich die Backe an der Seite hier als Anhaltspunkt, die habe ich mir jetzt vorne genommen und habe das nur mit dem bloßen Auge gemacht, ich sag mal, wie ein bisschen bei der Stichsäge. Das heißt, wenn du dir Hilfslinien machst oder dir sogar einen Anschlag machst, das heißt, du kannst ja hier mit der Spannzwinge ein Profil dran machen und dann machst du damit einen absolut sauberen und geraden Schnitt. Also für eine kleine Werkstatt, oder allgemein, ist egal, ob eine kleine oder große Werkstatt, ich glaube, da wirst du mir recht geben, ist das nice.
Jetzt lass doch auf jeden Fall schon mal dein Feedback da, ob du dich genauso schön wieder freust, wie ich mich freue, weil es einfach mega ist. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Oberburner und was uns das Ding bietet, ist einfach gigantisch, weil ich glaube, das kann vielen Leuten in vielen Werkstätten zu Hause oder auf der Arbeit helfen. Ich wusste ja, dass es die Dinger gibt. Ich habe da ja schon lange mit geliebäugelt. Aber da habe ich dann immer irgendwas mit 1 Millimeter gelesen und solche Sachen. Ja gut, das bringt mich natürlich nicht weiter, wenn wir hier hauptsächlich 2 bis 4 Millimeter verarbeiten. Und da ist das der Gamechanger. Vielleicht war ich auch blind und wusste es nicht, aber genau deswegen mache ich ja auch die Videos. Vielleicht hast du es auch nicht gewusst, aber es sind bestimmt welche dabei, die kannten das vielleicht schon. Ich kannte es nicht und habe gedacht, Mensch, ich habe ja auch viel mit Werkzeug zu tun. Ich kenne einen guten Freund von mir, ist Dirk alias The Metalist, hier Mr. Hammerfaust, gell? Der Werkzeug liebt und sammelt und der hat so viel. Und da kann ich das auch, aber halt nicht bis 4 Millimeter. Dann suchen wir uns jetzt gleich nochmal ein bisschen was hier raus und werden auch nochmal ein paar Stahlbleche hier durchjucken. Und dann werde ich nochmal 2 Schnitte beim Aluminium machen und die dann miteinander verschweißen, dass ich dir zeigen kann, wie nice das geht. 2 Millimeter haben wir jetzt hier. Naja, es macht es sowieso weg. Der Schnitt ist auch noch saugerade geworden. Übrigens wird es auch nicht warm. Ich denke immer, es ist heiß. Ja, guck mal, wie gerade der geworden ist. Also das ist ohne Mist jetzt. Es ist der Burner. 4 mm Stahlblech. Der Kevin hat so gesagt, da kommen wir bestimmt nicht so gut rum und kann man so schöne Kurven machen. Ja, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Also gut, man merkt schon, er braucht jetzt hier schon Kraft, gell? Bei den 4 mm, er hämmert schon ganz schön. Da unten liegen natürlich auch schön die ganzen Dinger. Ja, das ist ja mal der Burner. Das ist der Burner, gell? Und du hast gerade gesehen, das war so eingeschnitten. Hier sieht man noch den Schnitt vom Winkelschleifer. Weil es der Kevin mit dem Winkelschleifer die Runde gemacht hat, da hätte er sich hiermit mega Zeit gespart. Und was mir gerade noch einfällt. Ein ganz wichtiger Aspekt, nicht nur die Arbeit, die wir uns erleichtern, ich Blödmann. Wir haben natürlich auch keinen Feinstaub. Ja, wenn wir, also kein Staub. So, das heißt, wenn wir mit dem Winkelschleifer das Ganze schneiden, haben wir ja auch übertrieben Dreck. Wir haben Gestank, wir haben Lautstärke. Gut, ein bisschen laut ist das natürlich auch, vor allen Dingen, wenn es so dickes Blech ist. Aber wir können das ohne Mundschutz machen. Habe ich vorhin noch so dran gedacht vor dem Video und habe gedacht, brauchst du ja gar keinen Mundschutz aufsetzen, es entsteht ja nichts, gell? Das sind ja schöne Brocken, die hier entstehen. Und das heißt, was brauchen wir denn hier? Einen Mundschutz, gell? Wenn wir hier die Kollegen haben. Also auch gesundheitstechnisch, also du investierst hier in deine Zeit, in deine Effektivität, in deine Qualität und in deine Gesundheit. Also ich bin komplett hyped. Für mich ein sehr cooles Tool. Macht extrem Spaß, damit in der Zukunft zu arbeiten. Gewichtstechnisch kann ich es jetzt nicht sagen. Es ist natürlich schwerer als ein Winkelschleifer. Das hier vorne ist sehr massiv aus Stahl. Er wiegt schon ein bisschen was, aber durch den Griff hast du eine schöne Handlichkeit und kannst echt geil durchs Blech durchgehen. Also ohne Mist, Leute. Da freue ich mich extrem ab. Das ist wieder ein sehr cooles Tool für unsere kleine Werkstatt. Wir werden noch ein Video drehen zur Thematik. Wie befestigen wir das hier an unserem Tisch, dass wir es uns quasi hier irgendwie so festmachen können. Und der Plan war, dass wir das Blech dann vielleicht auch durchschieben können. War so eine Idee. Wir gucken mal, ob das Sinn macht oder nicht. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Wir machen jetzt noch 2 Schnitte bei Aluminium. Ich will es definitiv noch schweißen und probieren und dir zeigen, was du dadurch für einen Vorteil hast. Deswegen nehmen wir jetzt nochmal das Alublech, schneiden nochmal 2 Brocken runter, schweißen die und dann denke ich, hast du einen ganz guten Eindruck von dem Kollegen bekommen. Ja, ich habe das Blech mal durchgeschnitten. Das können wir ja jetzt hier einfach so mal verschweißen. Und dann sehen wir, wie das Ganze funktioniert. Dafür gehen wir natürlich jetzt in die andere Werkstatt. Aber ich bin immer so ein Typ, erst wird aufgeräumt. Bist du auch so? Das kannst du auch mal unten in die Kommentare rein. Aber ich bin immer so ein Typ, bevor ich jetzt rübergehe, wird das erst hier eliminiert und ordentlich gemacht. Weil das kann ich absolut nicht leiden. Da bin ich überhaupt kein Fan von, wenn so eine Unordnung hier ist. Zubehör. Haben wir hier die 2 Kollegen noch? Bei dem bin ich mir gerade gar nicht sicher. Den kannst du quasi wahrscheinlich hier auch noch anschrauben und noch als Halter. Da muss ich mal gucken. Das weiß ich gerade gar nicht genau. Aber wir haben ja hier eine kleine, aber feine Bedienungsanleitung. Da ist es bestimmt drin. Ach hier. Alles klar. Kannst du quasi da anschrauben, wo ich quasi den Griff jetzt angeschraubt habe. Und dann hier noch das Wechselzubehör für das Messer. Also das ist auch noch
alles dabei, dass du das auch nochmal gesehen hast. Ich habe mir das jetzt mal hier parat gelegt, weil ich habe ja gesagt, ich möchte es auf jeden Fall noch schweißen. Geschnitten haben wir es mit ihm. Schweißt jetzt ab, steht. Ich habe mir das jetzt mal ausgerichtet. Wir wollen ja genau auf der Kante schweißen, um zu gucken, wie gut das geht. Deswegen habe ich mir das jetzt mal hier so ein bisschen blöd hingestellt. Und dann heften wir das jetzt mal und dann schweißen wir mal da drauf, um mal genau zu sehen, wie schön es an der Schnittkante quasi geht zu schweißen. Ich würde fast sagen, entscheide du. Also ich finde es mega. Es hat sich super schweißen lassen. Du hast keinen Unterschied gemerkt. Es ist kein Dreck rausgekommen. Klar, wir haben es ja auch nicht mit einer Trennscheibe gemacht. Wo soll jetzt auch der Dreck herkommen? Es sieht wirklich absolut aus. Ist schön miteinander verlaufen. Und genau das ist der Punkt, was ich gemeint habe, warum ich das Ding so feier, warum ich da so hyped bin. Weil es einfach eine schöne Schnittkante macht und die man dann sehr, sehr gut schweißen können. Ich habe hier nochmal die Verpackung rausgeholt. Wie gesagt, Ersatzteile habe ich ja schon gezeigt. Hier ist nur aufgebaut, wie du das dann hier zerlegst und wie du das dann einsetzen kannst. Und das hier ist quasi schon ein Arm, den wir zur Befestigung nutzen können. Ich denke, dass wir uns dann irgendwie eine Halterung bauen für unseren Schweißtisch drüben und uns das dann so hinbauen, dass wir das Ding richtig geil verwenden können. Also der Knabber ist für mich auf jeden Fall ein absolut cooles Tool. Und ich denke, dass das vielen von euch zu Hause helfen kann für Blecharbeiten, für Zuschnitt allgemein. So, ich sag mal, nicht jeder hat zu Hause eine Schlagschere. Einen Winkelschleifer haben die meisten, klar, aber ich habe es ja schon gesagt, saubere Schnittkante, lässt sich super schweißen, ist schön glatt. Du hast keinen Schleifstaub, du hast keinen Dreck. Also das Ding hat schon erheblich viele Vorteile für den Preis. Wie gesagt, 5% kannst du sparen. Ich schmeiße es unten in die Beschreibung rein, guckst dir dort gerne an, die ganzen Sachen, die es da so gibt. Und das ist auf jeden Fall ein cooles Tool. Ich freue mich, dass wir es haben. Wir bauen jetzt noch einen Halter, dass wir das noch geiler verwenden können in der Werkstatt und bin hyped und bin echt froh zu sehen, was hier damit machbar ist. Aber es ist noch ganz schön heiß. Jeder, der schon mal mit einer Trennscheibe vom Winkelschleifer was geschnitten hat, hat es dann geschweißt, weiß, was ich meine. Es neigt definitiv, weil Dreck drin ist, zu Poren, zu Undichtigkeiten. Absolut cool. Und absolute Gimmick, auch noch, was man nicht vergessen darf, 4 mm Blechstärke habe ich dir gezeigt. Sogar das dickere 4,5er Riffelblech hat es auch geschnitten. Wenn du noch mehr zu der Thematik sehen willst, auch nochmal den Unterschied. Ich glaube, ich hatte es zwar schon mal gezeigt in dem Video, was ich aber meine, wenn wir Dreck reinreiben durch Fächerscheiben, durch Trennscheiben, schreib mir das gerne in die Kommentare und schick's auf jeden Fall einem Kumpel, der das wissen sollte, was man hier Geiles mitmachen kann. Teil das auf jeden Fall mit ihm, dass er sich nicht mehr so schwer tut und hat ein geiles Tool, wo er schön einfach super die Bleche bearbeiten kann und danach schweißen kann. Ganz einfache Sache, dich interessiert das Ding. Hier unten kommst du direkt zu dem Link und auf das Gerät. 5% Rabatt, habe ich gesagt. Und hier oben findest du noch ein paar andere coole Tools, die wir schon vorgestellt haben. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass mir Feedback da. Ich wünsche dir einen coolen Abend. Lass es dir gut gehen. Dein Alulöffel. Bis bald.